Hallo und herzlich willkommen bei Nerd von Medizin. Hi. Endlich haben wir es wieder geschafft. Jetzt sitzen wir wieder hier auf unserem sexy Sofa, Philipp. Auf deinem sexy Sofa. Auf meinem sexy Sofa. Draußen geht die Welt unter und wir möchten uns heute mit euch über das Thema Dialyse unterhalten. Yay! Ja, ein spannendes Action-Thema, wie versprochen. Tatsächlich ist der Philipp da ganz gut informiert und deshalb nutze ich gleich die Gelegenheit, den Philipp mal zu fragen. Philipp, Dialyse, was heißt das eigentlich oder wer braucht es eigentlich? Genau, also Dialyse an sich bedeutet ja eigentlich nur einen Stoffwechsel an einer semipermeablen Membran. Aber wenn wir im medizinischen Bereich von Dialyse sprechen, dann meinen wir natürlich das Nierenersatzverfahren. Und damit hat man ja eigentlich auch relativ häufig zu tun, muss man sagen, weil man spätestens dann, wenn man mal im Rettungsdienst Krankentransporte fährt, dann fährt man die ganzen Leute zur Dialyse hin und wieder zurück. Aber auch in der Notaufnahme begegnet einem das ganz häufig. Und was sind das für Leute, die Dialyse brauchen? Das sind Menschen mit einer terminalen Niereninsuffizienz. Also wo die Nierenfunktion nicht mehr aufrechterhalten wird. Entweder gar nicht oder quasi minimal. Oder minimal, Funktion. Genau. Okay. Also wo Basalfunktionen der Niere, nämlich die Entgiftung des Körpers, der Säurebasehaushalt und vor allem auch der Wasserhaushalt des Körpers, wo das nicht mehr von der Niere selbst übernommen werden kann. Mhm. Und dann hat ein Patient eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits eine Organtransplantation und wir alle wissen, wie schwer es ist, an Organe ranzukommen, gerade eben mal so geht das nicht. Zumindest legal. Oder eben er kann dialysieren. Und für Dialyse, denke ich, muss man, wenn man kein Profi-Nephrologe ist, der bin ich nämlich auch nicht, da muss man eigentlich zwei Verfahren kennen. Das ist die Hämodialyse und das ist die Peritonealdialyse. Okay, Philipp, das sind jetzt also zwei verschiedene Verfahren, wo wir im Endeffekt das Gleiche erreichen, nämlich wir ersetzen die Funktion der Niere oder zumindest die lebenswichtigen Funktionen der Niere ersetzen wir. Erzähl mir, was ist Peritonealdialyse? Genau, Peritonealdialyse, muss man sagen, ist so in Deutschland ein bisschen der Underdog bei der Dialyse. Peritonealdialyse bedeutet, dass man über einen Katheter in den Bauchraum hinein, also ins Peritoneum hinein, ein Dialysat bekommt. Und das Dialysat, das ist dann im Bauchraum drin und das Peritoneum, das ist so eine seröse Membran und darüber können wunderbar sich Stoffe austauschen. Und dadurch, dass in unserem Dialysat eben ein gewisser Kalium, ein gewisser Glukosegehalt drin ist und so weiter, baue ich einen osmotischen Druck auf. Das bedeutet also zum Beispiel, auf der einen Seite ist ganz viel Kalium, auf der anderen Seite ist ganz wenig Kalium. Und wie das in der Chemie so ist, dann wollen die Stoffe sich gegenseitig austauschen. Und das macht das Peritoneum. Das heißt, wir haben letztlich den eigenen Filter schon im Bauch eingebaut. Das heißt, jemand, der viel Kalium im Körper hat, kriegt Flüssigkeit ohne viel Kalium, mit weniger Kalium in den Bauch rein, gepumpt quasi, oder? Mhm. Und dort, das zieht dann das Kalium an. Kommt und zum, genau. Je nachdem, wenn man irgendwelche Sachen reinkriegen will, dann hat man davon in diesem Dialysat, in dieser Flüssigkeit halt viel. Genau. Und das wird dann wieder abgepumpt. Oder, genau. Oder läuft dann ab. Wie funktioniert das? Genau, vollkommen richtig. Das ist nämlich das Tolle an der Peritonealdialyse. Das können die Leute zu Hause machen. Also meistens spricht man von der CAPD, also eine kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse. Mhm. Und wie machen das die Leute? Die haben diese Filter oder diese Flüssigkeitsbeutel, die Dialysatbeutel, haben die zu Hause. Der Nephrologe macht mit denen vorher aus, welche genauen Beutel die brauchen. Mhm. Und dann wissen die, aha, mein Morgenbeutel ist jetzt dran, 8 Uhr morgens, Zeit für den Morgenbeutel. Und dann lassen sie sich da die Flüssigkeit in den Bauch hineinlaufen. Und nach einer gewissen Zeit, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, gibt es verschiedene Regime, wird das Ganze dann wieder abgelassen. Und mit der abgelassenen Flüssigkeit geht dann eben auch gehen die Giftstoffe oder auch die überschüssige Flüssigkeit, kann man dann damit wieder aus dem Körper entfernen. Und dann kommt einfach der nächste Beutel und so weiter und so fort. Und die Patienten haben quasi durchgehend Flüssigkeit in ihrem Bauchraum, so ähnlich wie Aszitis. Wenn man immer denkt, naja, Peritonealdialyse, das sieht man eigentlich nicht so häufig, wenn man nicht in einem Zentrum... Hat, glaube ich, Osama Bin Laden gemacht. Ehrlich? Ich weiß nicht. Aber das habe ich mal gelesen.
was du alles liest. Was auf jeden Fall, was hätte Osama Bin Laden oder allen anderen Leuten mit Peritonealdialyse Schlimmes passieren können? Denn das sollte man, glaube ich, wissen im Rettungsdienst. Na klar, wenn man immer wieder Flüssigkeit in seinen Bauchraum reinbekommt, dann kann man eine Bauchfellentzündung bekommen, also eine schwere Peritonitis. Mhm. Und auch der Katheter, den man da im Bauchraum liegen hatte, der kann sich auch entzünden. Und das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn die Hygiene nicht ausreichend eingehalten wird. Aber natürlich kann das auch mal so passieren. Das heißt, wenn ihr einen Patienten habt, der sagt euch, er hat Peritonealdialyse und der hat ein peritonitisches Abdomen, also starken Bauchschmerz plötzlich, dann denkt er unbedingt dran, dass das eben sein kann und dann gehört der Patient eigentlich unbedingt in eine gute Überwachung und braucht sehr zeitnah eine zielgerichtete Antibiose. Und braucht wahrscheinlich auch ein Krankenhaus, das sich damit auskennt, oder? Also genau, das, genau. Da bringt es jetzt nichts, den jetzt in ein Krankenhaus zu fahren, die mit Dialyse überhaupt keine Erfahrung genau, haben. Da lohnt sich der Umweg auf jeden Fall, wenn der Patientenzustand das erlaubt. Und jetzt können wir doch mal über Hämodialyse. Hämodialyse, Philipp, erzähl mir. Das ist doch das mit dem Shunt, oder? Genau, das ist das mit dem Shunt. Also bei der Hämodialyse, da funktioniert das Ganze so, dass der Filter außerhalb vom Körper ist, nämlich im Dialysegerät. Und wir filtern quasi aus dem Blut direkt die ganzen Giftstoffe raus, beziehungsweise dialysieren sie raus. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Was brauchen wir also? Wir brauchen eine ganze Menge Blutfluss, so ungefähr 200 bis 300 Milliliter pro Minute. Also das ist schon eine ganze Menge, die wir da abziehen müssen. Und dafür brauchen wir erstmal einen geeigneten Zugang. Und das ist entweder ein Vorhofkatheter, also zum Beispiel gibt es so getunnelte Katheter, Tesiokatheter, gibt es Scheldenkatheter. Das sind alles so ein bisschen unterschiedliche Kathetertypen. Mhm. Aber die enden alle im Vorhof, so ähnlich wie der ZVK, sind nur deutlich dicker, damit man eben die hohen Flussmengen auch erreichen kann. Oder, und das wird, weil man kann sich vorstellen, da Plastik oder immer... Oder vor dem Vorhof. Kurz vor dem Vorhof enden, ja. Genau. Mhm. Nennt man aber Vorhofkatheter. Aber es nervt ja, wenn man hier irgendwie immer Plastik rumhängen hat und das kann sich natürlich auch schwer entzünden. Das heißt, chronische Dialysepatienten, die bekommen einen Shunt. Und das ist ja das, worauf du ganz heiß bist. Der Shunt, tatsächlich, das ist ja auch immer ein bisschen nervig. Jetzt hat ein Patient da einen Shunt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man einfach eine Arterie und eine Vene miteinander verbunden hat. Normalerweise im Bereich des Unter- oder Oberarms, ganz selten auch mal im Bereich des Oberschenkels. Und dadurch hat man quasi ein Gefäß mit einem sehr hohen Durchfluss. Das heißt, die Vene, statt dass sie langsam venöses Blut bekommt, wird da die ganze Zeit von der Arterie angepumpt und wird deshalb auch so dick und erweitert und auch so fest. Ne? Irgendwann mal so aneurysmatisch. Mhm. Und man kann, wenn man gucken will, ob ein Shunt funktioniert, dann hält man einfach mal sein Stethoskop drauf und dann hört man schon so ein Schwirren. So. Toll, oder? oder man tastet einfach mal. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber, das kann man halt zu Hause nicht so gut machen. Kann man nicht zu Hause machen, genau. Man braucht immer ein Dialysegerät und der Patient, der wird deswegen normalerweise dreimal die Woche abgeholt. Das sind meistens montags, mittwochs und freitags. Warum? Dialysezentren wollen am Wochenende auch mal frei haben. Oder dienstags, donnerstags, samstags, wo die Patienten dann abgeholt werden, dann werden die dialysiert. Das dauert normalerweise um die 4 Stunden und man erreicht in den 4 Stunden eben einen ausreichenden Giftstoff, eine ausreichende Stoffelimination und Flüssigkeitselimination. Mhm. Und da gibt es 2 verschiedene Verfahren. Das noch ganz kurz an der Seite. Es gibt die reine Dialyse, da arbeitet man mit osmotischen Gradienten entlang des Filters. Und dann gibt es die Hämofiltration, nur falls ihr euch mal gefragt habt, was das bedeutet. Und bei Filtration bedeutet es, dass man eben etwas durch einen Filter drückt. Das heißt, beim Blut wird ein gewisser Druck aufgebaut und dadurch presst man eben Plasma ab. Und was jetzt so der Standard-Dialysepatient ist? Ja, eher Mischvarianten. Okay. Ne? Weil man kann mit der Filtration und mit der Dialyse unterschiedliche Dinge erreichen. Okay. Ne? Okay, jetzt das heißt zusammengefasst, Niere funktioniert nicht mehr. Wir müssen die Niere ziemlich schnell ersetzen. Wenn die Niere ganz kaputt ist, macht man das nicht so allzu lang. Das können wir ganz gut, im Gegensatz zu anderen Organen, was ganz schön ist. Wir können entweder die Peritonealdialyse machen, das heißt, was häufig auch ambulant möglich ist, zu Hause, das ist Vorteil für die Patienten, über einen Katheter in den Bauch mit Flüssigkeit, wo der Filter im Körper des Menschen das Peritoneum quasi ist oder die Membran dort. Oder wir machen das, was wir häufiger kennen, ist über einen Shunt, also über ein venöses Gefäß, das mit einer Arterie verbunden wird, das einen hohen Fluss ermöglicht,
über ein Dialysegerät in einer Klinik oder in einem Dialysezentrum, meistens dreimal pro Woche. Habe ich da recht? Vollkommen richtig. Cool. Aber Philipp, das jetzt wissen wir, was man machen kann. Für uns Notfallmediziner besonders interessant sind ja die Notfälle, aber ich glaube, da machen wir nochmal die ganzen extra Video dazu, sonst wird es zu lang. Ja, da machen wir gleich nochmal ein extra Video zu. Ein Action-Dialyse-Notfall-Video. Oh yeah. Aber was mich interessiert ist jetzt, entweder im Rettungsdienst, aber vor allem in der Notaufnahme, kommen immer wieder Patienten und die kommen vielleicht schon, da muss man gleich dialysieren, bla bla. Was sind denn eigentlich Indikationen, wo man sagt, der Patient muss jetzt außerhalb seiner Zeit jetzt in den nächsten paar Minuten oder Stunden notfallmäßig dialysiert werden? Genau, da gibt es eine easy peasy Regel. Das ist die AEIUU-Regel. Ah, ein schönes Akronym. So, wir sind der große Akronym. Alle Vokale einfach mal durchsagen. A steht dabei für Azidose, metabolische Azidose ist eine wichtige Dialyseindikation. Was wäre das so, dein Cut-Off? Gibt es da irgendeinen speziellen Cut-Off, den man sagt? So grob? Nee, eigentlich. Also, ja, nee, eigentlich nicht, muss man sagen. Okay. Weil man auch immer gucken muss, wann würde der Patient denn regulär als nächstes dialysieren. Na klar, ich denke, wenn jetzt der pH 7,3 ist zum Beispiel, dann macht man sich jetzt nicht so Gedanken, alles so bei 7,25 und kleiner, denke ich, da wird es dann schon kritisch, aber es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Bicarbonat hat der Körper. Okay, also es ist ein bisschen, man kann sich nicht nur an dem pH festhalten, quasi. Genau. Also der ist jetzt 6,9 oder so. Genau. Man sollte es einfach wissen und sollte Rücksprache mit der Dialyse halten, weil die wissen viel besser, wie sie mit ihrem Verfahren da jetzt weitermachen, auch wie der Patient das Ganze toleriert. Ja, da sind ja auch nochmal Unterschiede. Okay. A, Azidose. A, E heißt Elektrolytentgleisung. Okay. Also klassischerweise die Hyperkalämie. Okay. Alle anderen Elektrolytentgleisungen treten in den Hintergrund. Die Hyperkalämie, die ist das Relevante. Und zwar die klinisch relevante Hyperkalämie. Jetzt kannst du auch wieder fragen, ab welchem Wert. Das ist aber fies. Das weiß ich auch, weil das völlig unterschiedlich ist. Genau, weil es gibt Dialysepatienten haben meistens eine ganz gute Gewöhnung an hohe Kaliumwerte. Das heißt, wenn die jetzt einen Kaliumwert von 5,5 Millimol pro Liter haben, also wo wir eigentlich schon sagen würden, oh weh, das tolerieren die. Da haben die überhaupt gar keine EKG-Auffälligkeiten. Das ist für die ein normaler Baseline. Wenn die aber jetzt sehen, bei 5,5 Millimol pro Liter hat der Patient schon typische EKG-Veränderungen, sprechen wir im nächsten Video drüber, zum Beispiel jetzt hohe Ts, dann ist das schon ein ganz anderer Schnack. Deswegen sage ich, die klinisch relevante Hyperkalämie, die sollte uns Gedanken machen. Und natürlich auch, wenn wir wissen, der Patient, der ist jetzt gerade im langen Intervall, also steht noch ein voller Tag vor ihm, wo er nicht dialysiert, dann ist so ein Wert von 5,0 auch ganz anders zu interpretieren, als wenn wir wissen, der Patient wird heute Nachmittag zur Dialyse gehen. Genau, ist was anderes, wenn der jetzt am Freitag dialysiert normal ist und kommt am Samstagvormittag zu uns mit 5,7, genau. Als dass er am Sonntagabend kommt und am Montag in der Früh hätte er Dialyse. Genau, okay. So ist es. AE. Ich glaube, das nächste ist I. Sehr gut, ja. I steht für die Intoxikation. Mhm. Also das betrifft die Dialysepatienten eigentlich nicht so sehr, aber natürlich, es gibt dialysable Toxine, also Toxine, die man über Dialyse eliminieren kann. Mhm. Und wenn ihr jetzt mit einem Giftnotruf telefoniert, dann lohnt sich da auch immer die Frage, kann der Patient von einer Dialyse profitieren? Und das kann oft so sein, je nachdem, welches Toxin da eben eingenommen wurde. Mhm. Und dann kann man dem Patienten einen Vorhofkatheter legen und den dann dialysieren, um die Gifteliminierung schnell voranzubringen. Was fällt dir da so ein? Lithium fällt mir ein, es gibt aber verschiedene, es gibt auch bei hohen Ethanolspiegeln, kann man zum Beispiel auch dialysieren, theoretisch. Ja, also zuerst über die Peritonealdialyse, sich denn, naja, okay, Intoxikation, machen wir weiter. O steht für Ödeme, also für die Hypervolemie im Endeffekt. Ne? Overload quasi. Overload, genau. Mhm. Wenn ein Patient zu euch kommt, der hat massive Beinödeme und der sagt euch, ja, ich habe jetzt 2 Kilo oder 3 Kilo zugenommen, der hat eine hypertensive Entgleisung, der hat auch schon Beginn des Lungenödem, dann ist der hypervolem, also hat Ödeme, O, das ist eine Dialyseindikation. Genau, auch da denke ich, klinische Unterscheidung. Es gibt Leute, die haben immer Beinödeme und dann ist die Frage, wie schlecht ist der, wie viel Volumen, wo wir Problematik hat der jetzt akut. Als akutes Problem einschätzen, ja. Da ist es eine Dialyseindikation. Okay, und das Letzte, U? Die Uremie. Die Uremie. Bei der Uremie darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil auch bei der Uremie, da fragt man dann wieder, wo sind denn da die Grenzwerte und wo kann ich denn da den Harnstoff irgendwo
da einschätzen und dann sagen die Neurologen, wenn der Harnstoff ein bisschen erhöht ist, ah ja, das ist ein uremisches Koma, das ist ein internistischer Patient, und dann geht das Spiel wieder zurück. Also auch da muss man einfach schauen, wie sind eigentlich so die sonstigen Werte oder passt das Ganze zu einer klinisch relevanten Uremie? Also wenn ein Patient hohen Harnstoff hat, aber dem geht es sonst vollkommen gut, dann braucht man den nicht wegen einem hohen Harnstoff zu dialysieren, sondern wenn der eine klinische Uremie hat, wenn der ein uremisches Koma hat zum Beispiel, ne? Oder andere Folgen einer Uremie, uremischen Perikarderguss oder so etwas. Mhm. Also dann wäre das ein Grund, bei einem Patienten jetzt eine akute Dialyse auch zu beginnen. Ne? Weil die chronischen Dialysepatienten sind eigentlich seltener Patienten, die jetzt plötzlich in eine Uremie reinrutschen. Das sind eher die Patienten, die lange Zeit schon schlechte Nierenfunktionen hatten und dann aber plötzlich eben aufgrund einer akuten Verschlechterung jetzt in eine Uremie reinrutschen, zum Beispiel. Okay. Philipp, was ich jetzt mir gemerkt habe, ist, was wir vorher schon besprochen haben, was es für Dialyseverfahren gibt, was die Probleme, Vor- und Nachteile jeweils sind und dass die 5 Dialyseindikationen A, E, I, O, U heißen, das glaube ich, kann sogar ich mir merken. Ich bin ganz gespannt und so richtig heiß auf die Notfälle beim Dialysepatienten. Da sind nämlich einige und die sind auch ziemlich abgefahren manchmal. Das gibt es im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Philipp, mir hat es gefallen. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ja, ich bin ja immer der Typ, der hier für die Werbung zuständig ist. Und ich würde mich mega freuen, oder sehr, ich spreche schon wie Dieter Bohlen, ich würde mich echt mega freuen. Ich würde mich total freuen, wenn fehlen ihr, noch 10 oder 20 Abonnenten dann. Wenn ihr euren Kollegen auch weiter sagt, dass es uns bei WhatsApp oder auch im Internet oder bei Facebook gibt und einfach uns hilft, dass wir noch mehr Leute erreichen, weil es tatsächlich so ist, dass jede Neuanmeldung bei WhatsApp, jedes neue Like extrem motivierend ist und wir sind süchtig danach. Hilft uns, an Dope zu kommen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.